Sandra, liest du bitte mal den Text von Johann Peter Hebel vor, den ich euch gerade ausgeteilt habe? Ja. Johann Peter Hebel, seltsamer Spazierritt. Ein Mann reitet auf seinem Esel nach Haus und lässt seinen Buben zu Fuß nebenher laufen. Kommt ein Wanderer und sagt, das ist nicht recht, Vater, dass ihr reitet und lasst euren Sohn laufen. Ihr habt stärkere Glieder. Da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt, das ist nicht recht, Bursche, dass du reitest und lässt deinen Vater zu Fuß gehen. Du hast jüngere Beine. Da saßen beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt, was ist das für ein Unverstand? Zwei Kerle auf einem schwachen Tiere. Sollte man nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabjagen? Da stiegen beide ab und gingen selbdritt zu Fuß, rechts und links der Vater und Sohn und in der Mitte der Esel. Kommt ein vierter Wandersmann und sagt, ihr seid drei kuriose Gesellen. Ist nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen? Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reitet? Da band der Vater dem Esel die vorderen Beine zusammen und der Sohn band ihm die hinteren Beine zusammen, zogen einen starken Baumpfahl durch, der an der Straße stand und trugen den Esel auf den Achseln heim. So weit kann es kommen, wenn man es allen Leuten recht machen will. Danke. Eure Hausaufgabe ist die Interpretation des Textes. Was will der Autor euch damit sagen? Hallo Süße. Hallo, na? Na, gestern bei Michael geschlafen? Wie kommst du da denn drauf, hä? Weil du seine Klamotten trägst. Hä, willst du mich verarschen? Ich war doch gestern in der Stadt, hab ich doch erzählt. Das ist alles neu. Das sind doch keine Jungssachen oder von Michael. Soll das ein Witz sein, Maus? Ich hab dich lieb, aber so kannst du echt nicht umlaufen. Hä, was soll das denn jetzt? Hey. Hallo, du bist so eklig, das geht gar nicht. Sag mal, trägst du neuerdings Michaels Klamotten auf? Jetzt fang du nicht auch noch an, das musste ich mir gerade schon anhören. Maus, wer so rumläuft, muss sich echt nicht wundern. Oma, wo ist denn der Zucker? Ich kann ihn hier gar nicht finden. Der ist da am Hängeschrank. Soll ich kommen oder findest du ihn alleine? Ich habe ihn schon gefunden. Was hast du denn überhaupt an? Das gehört sich doch nicht. Wie wär's denn mit einem schicken Kleidchen? Hallo? Escher! Hi Liebling, na, wie geht's dir? Gut, aber es ist gut, was ich da bekommen. Schön, da hat sich das Lernen ja richtig gelohnt. Ehrlich. Und, wie geht's dir so? Ja, geht so. Wann sehen wir uns heute? Ja, deswegen rufe ich an. Mein Vater wird 50 und du bist auf jeden Fall eingeladen zum Mittagessen. Cool. Wann denn? Ich muss mich jetzt aber auch schon beeilen, ich muss noch duschen und ich hole dich so gegen 1:30 ab, okay? Ja, alles klar, dann bin ich auch fertig. Gut. Schön. Gut. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Hey, zieh dir was Schönes an, ja? Ja, mach ich. Alles klar. Ich liebe dich. Ich auch. Tschüss. Tschüss.